Hallo, liebe Leute, ich musste einfach nochmal mit Leon sprechen, fiel mir auch wieder ein, später aber, haha. Hey Leon, dieser Gummistein unterscheidet sich von den anderen. Weißt du, wofür der ist? Fuck's it, der müsste es wissen. Oh yeah. Warte, Sora, nimm dies mit. Enigma niederhalten. Dieser Stein besitzt geheimnisvolle Kräfte. Ich habe ihn als Glücksbringer getragen. Ab jetzt gehört er dir. Wie funktioniert er? Erst am Denken. Leon? Was hast du noch zu sagen? Bitte versiegle die Schlüssellöcher. Ja, okay. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin ganz hart am Arbeiten dafür. Gut, nachdem wir jetzt mit Leon geredet haben. Ein zweites Mal. Doofe Cutscene und so. Müssen wir wieder zu Sid. Ja, schade. Ah, ich habe seit dem letzten Mal minimal gelevelt. Ich bin jetzt Level 20. Mit Sora zumindest. Goofy ist Level 24. Ich habe keine Ahnung, wie der das hingekriegt hat, aber... er ist es. Ja, mehr habe ich aber auch nicht gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, Entschuldigung, Leute, ich muss hier mal durch. Ich meine noch nicht mal euch, ich meine die 101 dabei hier noch. Hoppala. Das passiert allerdings, wenn ich nicht auf dem Bildschirm großartig gucke. Konzentrier dich, konzentrier dich. Na, zeig Bild. Waff. Achso, ja, Goofy hat mittlerweile auch einen anderen Schild, und zwar den Schieß mich tot Schild, den ich vorher nicht gekauft habe halt. Den ich vorher nicht gekauft habe, den hat er jetzt, weil der mehr Angriffsstärke bietet und das kann ja auch nicht schaden. Da wir eh zu Sid müssen, kann ich mich auch hier mit jedem allem anlegen. Weil wir hinterher eh geheilt werden beim Speicherpunkt. Sehr schön geblockt. Ja, jetzt hänge ich hier dran fest. Ist ja auch drin. So. Na, den Riesentaler nehmen wir auch mit. Geld regiert immer in die Welt. Und die hier ist nicht unbedingt eine Ausnahme. Haha. Ja, das habe ich mittlerweile raus. Gegen Anowampen kämpfen ist auf alle Fälle kein Problem. Haha, da. Ja. Autsch. Donald, stell dich nicht so an. Wofür habe ich dich denn bisschen trainiert und dir noch eine Proterra-Kette gegeben, die gedroppt wurde, ha? Genau, nicht dafür, dass du schreist wie ein kleines Entlein. So. Ah ja, Goofys Level auch schon wieder ab, sehr gut. Also, wenn er so weitermacht, dann kann ich ihm definitiv... oh, meine Güte. So, das auch erledigt. Donald, beweg dich. Ist zwar eigentlich egal, weil sie sich ja sowieso selbst regenerieren, aber... wenn ich schon heilen kann, dann sollte ich es vielleicht auch benutzen. Klingt zumindest einleuchtend. Ja, Materialienfarm hier, falls mal was gedroppt wird. Na, wird natürlich nicht. Mann, hab ich mal wieder ein Glück. Auf, mach die Tür! Und zumach die Tür. Nur das Zumachen der Tür sieht man nicht. Ist aber auch egal, also. Jetzt fahren wir hier rein zu Set. Set. Aber vorher hier hin. Und natürlich wie immer heilen. Pling! Schön. So.
Was hast du denn da? Hey! Also wenn das kein Gummistein ist. Genau. Wofür ist der? Soll das ein Scherz sein? Du fliegst mit einem Gummijet und weißt nicht, was Navi-Gummis sind? Die Zwischenwelt ist kein Spielplatz, ihr Ignoranten. Wir wissen vieles nicht. Na und? Wir müssen mit dem Gummijet zu den anderen Welten fliegen. Wir haben keine andere Wahl. Ruhig, Blut. Ich dachte nicht, dass du es ernst meinst, okay? Also ich werde euch mal ein wenig unter die Arme greifen. Danke. Grundsätzlich könnt ihr mit Navi-Gummis zu neuen Welten, Orten fliegen. Ah, ihr werdet den Klunker montiert haben, oder? Da seid ihr an der richtigen Adresse. Aber vorher muss ich noch etwas abliefern. Was müssen sie denn noch abliefern? Ach, nur dieses Buch. Es ist sehr alt. Als der Typ es vorbeibrachte, fiel es beinahe auseinander. Es war so zerfleddert, dass es kaum zu restaurieren war. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut wieder hingekriegt. Wie auch immer, könnt ihr es für mich abliefern? Es ist das alte Haus hinter Traverse Ost. Sucht nach dem Zeichen einer großen Flamme. Antikes Buch halten. Was war das? Die Glocke über der Villa mit Kniff läutet. Geht nachsehen, wenn ihr wollt. Liefert aber vorher das Buch ab. Kommt danach zum Haus in Traverse Ost. Ich werde da sein. Okay. Gut. Wir haben einen Job. Einen jobbigen Job. So. Da wir ja so toll waren und uns diesen Eingang geöffnet haben, können wir direkt hier durchgehen. Macht die Sache natürlich ein bisschen schneller und einfacher. Allerdings werden wir auch hier wieder von ein paar Millionen Herzlosen attackiert. Die dann natürlich auch wieder dran glauben müssen. Autsch. Ja. Musstest du sie gerade wegbewegen, als ich geschossen habe? Meine Güte. Ja, Rubinsteine, Rubinsteine! Ah, da ist noch einer. Ja, zu tief. Ne? Ja, noch mehr Rubinsteine. Ich liebe es. Ja, ich liebe es. Gut, das heißt, jetzt können wir zum Haus mit der großen Flamme hier drauf gehen. Was ich ja letztes Mal schon mal geöffnet habe, wo ich gesagt habe, es bringt uns überhaupt nichts. Was auch zum Teil stimmt, weil zu dem Zeitpunkt hat es mir überhaupt nichts gemacht. Gibt es hier keinen Schatz? Keinen Schatz? Ja. Warum bewegen sich die Steine? Warum bewegen sich die Steine? Warum bewegen die sich? Naja. Ist hier noch irgendwas? Leerer Raum. Aber da ist ein Schatz. Muss ich da... Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich dafür... Ich glaube schon. Oder? Keine Ahnung. Muss ich dafür jetzt tatsächlich irgendwie diese Trio-Techter einsetzen? Ich glaube nicht. Allerdings wüsste ich auch nicht, ob ich da so drauf komme. Nö. Das ist schade. Jetzt komme ich da auch nicht mehr drauf, ne? Ah. Spiel, du machst mich manchmal krank. Darf ich deswegen... Oh mein Gott. Spiel. Okay. Ist sehr gut. So. Meine Güte hier, meine Güte. Dann gehen wir dann da mal in diesen leeren Raum. Dieser muffige Ort hat was an sich. Er erinnert
erinnert mich an die geheime Höhle zu Hause, wo wir immer an die Wände gekritzelt haben. Weißt du noch? Kairi? Sora? Nun, nun. Er kommt früher, als ich dachte. Sie haben gewusst, dass wir kommen? Natürlich. Sind Sie ein Herzloser? Er sieht nicht so aus. Du meine Güte, nein. Ich heiße Merlin. Wie ihr seht, bin ich ein Zauberer. Ich reise viel. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Euer König hat mich um Hilfe gebeten. Hoppala. König Mickey? Ja, eben der. Donald, Goofy, wer bist du, junger Mann? Ich bin Sora. Aha, ihr habt also den Schlüssel gefunden. Worum hat der König sie gebeten? Einen Augenblick. Presto! Ja, trotz Magie sind die Bücher total unordentlich. So. Euer König bat mich, euch in der Kunst der Magie zu unterweisen. Wir können jederzeit damit beginnen. Lasst mich wissen, wenn ihr mit der Unterweisung beginnen wollt. Oh, noch etwas. Hallo, ich bin die gute Fee. Euer König hat mich auch gebeten, euch zu helfen. Ich stehe euch während eurer Reise zur Seite. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber kommt jederzeit vorbei. Wir haben ein Buch für sie. Sowas von... Das ist ja mein Buch. Ihr solltet es mir also von Sid bringen. Vielen Dank. Ich möchte wissen, was für ein... möchtet wissen, was für ein Buch das ist? Das weiß ich selbst nicht genau. Eigentlich gehört es mir nicht. Irgendwie hat es den Weg in meine Tasche gefunden. Es ist ein seltsames Buch. Ich bat Sid, es zu restaurieren. Ich werde es vorerst hier aufbewahren. Dieses Buch bewahrt ein großes Geheimnis. Die verlorenen Seiten werden es lüften. Ich stelle das Buch da drüben hin. Ihr könnt jederzeit einen Blick hineinwerfen. Meinen besten Dank an Sid dafür, dass er es restauriert hat. Ach, und wegen eures Steines. Ihr solltet die gute Feder nachfragen. Wissen Sie, was das ist? Oh, das arme Ding. Es hat sich in einen Beschwörungsstein verwandelt. Ein Beschwörungsstein? Dieses kleine Wesen lebte in einer Welt, die von der Dunkelheit verschluckt wurde. Zusammen mit den Weiten verschwinden alle Lebewesen. Aber dieses hatte ein so starkes Herz, dass es zu einem Stein wurde, anstatt zu verschwinden. Kann man es nicht retten? Doch, aber nur sein Geist. Jetzt sind her. Bibbidi Bobbidi Boo. Oh ja. Simba kann gerufen werden. Rufmagie kann nur im Kampf benutzt werden. Die Gruppe muss dabei vollzählig sein. Jedes Rufen kann pro Kampf nur einmal ausgeführt werden. Keines der Gruppenmitglieder darf dabei kampfunfähig sein. Ist die MP-Leiste für Rufen aufgebraucht, ist die Rufmagie zu Ende. Ebenso kann man mit Schiss das Rufen manuell beendet werden. Egal. Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Rufmagien lassen sich bestimmt in Jiminis Tagebuch finden. Wann immer ihr ruft, wird es euch helfen. Wenn ihr noch mehr davon findet, bringt sie mir. Keine Angst, wenn ihre Welten wiederhergestellt sind, werden sie dorthin zurückkehren. Sora, bitte rette sie. Keine Sorge, das werde ich. Magie. Bring mir Magie bei. Ich stelle das Buch hier hin. Ihr könnt jederzeit hineinsehen. Was gibt es? Will Magie üben. Kenne ich gar nicht mehr.
Hier kann ohne Rücksicht auf MP Magie geübt werden. Merlins zauberhafte Möbel stehen als Ziel zur Verfügung. Sind die herumfliegenden Möbel zu lästig, können sie auch ruhig gestellt werden. Genug geübt, dann einfach Merlin ansprechen und Bänden wählen. Für Roger. Gut, das war's dann für diesen Part von Let's Play Kingdom Hearts mit mir, dem Kommentator. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!